Meine Damen und Herren, Sie hören gleich Wotans Abendlich strahlt der Sonne Auge aus Richard Wagners Das Rheingold. Am Ende von Das Rheingold scheint die Macht der Götter auf ihrem Zenit angelangt zu sein. Die neue Residenz Walhall erstrahlt in voller Pracht und auch das Problem der Baukosten, das zwischendurch für allerlei Missfälligkeiten gesorgt hatte, scheint befriedigend gelöst worden zu sein. An dieser Stelle hält Wotan eine kurze Einweihungsansprache. Er lobt den neuen Bau, er blickt aber auch ein wenig zurück auf die Mühen der Bauphase und schließlich lädt er seine Frau Fricka ein, den neuen Palazzo zusammen mit ihm zu beziehen. Abendlich strahlt der Sonne Auge wird gesungen von Derek Welton, dem australischen Bassbariton, der seit 2015 Mitglied im Ensemble der Deutschen Oper Berlin ist. Er wird am Klavier begleitet vom Headcoach der Deutschen Oper Berlin, John Parr. Abendlich strahlt der Sonne Auge in prächtiger Glut, prangt glänzend die Burg. In des Morgens Scheine mutig erschimmert lag sie herrenlos. Sicher vor Bang und Grau.